Liebe Zuschauer, falls Sie gerade Ihren Sommerurlaub planen sollten, wie wäre es denn mal mit Flandern? Wie so ein Urlaub vor Ort mit der Familie ausschauen kann, das zeigen Ihnen jetzt Kollegen Steffen Reeder und Alex Link. Sie haben nämlich Familie Stefer begleitet nach Flandern. Und was Papa Kunibert, Mama Alexa sowie die Söhne Jordi und Matti dort so vor Ort alles erlebt haben, das zeigen wir Ihnen jetzt. Bitte schön. Willkommen an der belgischen Küste. Rund 70 Kilometer der Provinz Flandern liegen direkt am Nordseestrand und sind gerade bei deutschen Touristen ein beliebtes Urlaubsziel. Wir begleiten die Familie Stefer aus Brauweiler bei Köln während ihrer Ferien an der belgischen Küste. Sie sind zum ersten Mal im Familienurlaub in Flandern und genießen ihre gemeinsame Zeit sehr. Die Stefers, das sind im Einzelnen Kunibert, das Familienoberhaupt. Mama Alexa. Frechdachs Jordi. Was? Und zu guter Letzt Sonnenschein Matti. Ihren Urlaub verbringt die Familie in einer Ferienwohnung in De Haan, einem gerade bei deutschen Touristen beliebten Badeort. Der Blick auf die See gehört in den meisten Apartmentwohnungen entlang der Küste dazu. Die Nordsee vor dem eigenen Balkon. In Flandern keine Seltenheit. Das weitläufige Apartment ist komplett eingerichtet und verfügt über 3 Schlafzimmer. Gekocht wird in der eigenen Küche. Das spart Geld. Von ihrer Urlaubsbasis aus startet die Familie Tag für Tag zu ihren Ausflügen. Die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung entlang der Küste sind vielfältig. Wer will, kann jeden Tag etwas Neues sehen und erleben. Bevor wir die junge Familie jedoch weiter begleiten, ist es Zeit für einen ersten Ausflugstipp. Flamen sind seit jeher Seefahrer und auf den Planken ihrer Schiffe zu Hause. Einer dieser Seebären ist Captain Danny Olislagers aus Newport. Täglich starten er und sein Schiff Isostar zu einer rund einstündigen Hafenrundfahrt. Und die ist gerade bei Kindern beliebt. Newport gilt als Belgiens Hauptstadt des frischen Fischs. Und hier im Hafen kann man den Fischern bei der Pflege ihrer Boote über die Schultern schauen. Captain Danny Olislagers kennt den Hafen wie seine Westentasche. Ich bin ja der 4. Generation Schiffmann. Und meine Frau ist ja 5 Generationen Schiffmann. Und mein Sohn fährt auch mit dem Schiff. Und jetzt machen wir hier Passagierschifffahrt, Fahrgastschiffe, ja 20 Jahre. Wem der Turn an Deck zu frisch wird, geht ins Café im Inneren der Isostar. Bei Kaffee und Kakao lässt es sich aushalten. Spätestens, wenn das Ausflugsboot aber einen der größten Yachthäfen Nordeuropas passiert, sollte man wieder an Deck erscheinen. Sage und schreibe, 2000 Sportboote haben in Newports Hafenbecken ein Zuhause gefunden. Nach einer Stunde macht Kapitän Olislagers aber wieder am Pier fest. Das muss er auch, denn seine jungen Passagiere müssen weiter und am Landungssteg der Reederei Seastar wartet schon die nächste Schulklasse auf ihren Ausflug mit der Isostar. Hafenrundfahrt, Themenfahrten oder Ausflüge in die weit verzweigten Kanäle der Küstenregion. Wer Flandern auf dem Schiff erkunden möchte, ist bei Kapitän Olislagers an der richtigen Adresse. Zurück in De Haan.
Hier hat Familie Stefer aus Brauweiler soeben ihren ersten Ausflug gestartet. Mit dem Tretwagen geht es in das Villenviertel de Conquessie. Hier ist ein Häuschen schöner als das andere. Auf Anordnung des belgischen Königs hatten Bauherren Ende des 19. Jahrhunderts allerlei Auflagen einzuhalten. Ihre Villen mussten unter anderem freistehend und von Gärten umgeben sein. Aufgrund dieser frühen Bestimmungen hat sich in De Haan ein malerischer Ortskern im Stil der Belle Époque erhalten, der schon früh nicht nur auf Touristen, sondern auch auf große Persönlichkeiten anziehend wirkte. Da ist die Büste von Albert Einstein. Tatsächlich lebte das Physikgenie nach seiner Flucht aus Deutschland für rund 6 Monate in De Haan. Gleich hinter dem beeindruckenden Villenviertel der Stadt liegt die Strandpromenade von De Haan. Die Nordsee zeigt sich hier von ihrer schönsten Seite. Und dabei sind die Stefers nur 3,5 Stunden mit dem Auto von zu Hause entfernt. Also ich bin jetzt völlig beeindruckt. Ich hätte nicht erwartet, dass es hier in De Haan so schön ist, dass es da so tolle Villen gibt und dass es überhaupt noch alles noch so original erhalten ist. Also keine großen Hotelburgen, es ist alles noch ganz fein und edel gehalten. Die Leute sind total nett. Und dann fährst du hoch und dann plötzlich siehst du das Meer vor dir, das ist ein atemberaubender Anblick. Das ist echt wunderschön hier. Also ich bin total begeistert. Unser nächster Ausflugstipp führt uns in das Seebad Oostende. Hier liegt das Segelschulschiff Mercator. Mercator, das ist Latein und bedeutet Kaufmann. Dennoch war der stolze Dreimaster kein reines Handelsschiff. Bis 1960 diente es der belgischen Handelsmarine als Schulschiff. In dieser Zeit bereiste die Mercator alle Weltmeere, machte vor den Osterinseln Honolulu oder Tahiti fest. Mitbringsel und Erinnerungsstücke von diesen Reisen finden sich heute im Nautischen Museum, das man an Bord des Seglers bestaunen kann. Großes ist für das Jahr 2012 geplant. Dann feiert die stolze Mercator ihren 80. Geburtstag. Wer Segelschiffe mag, wird unseren nächsten Ausflugstipp lieben. Es geht nach Seebrügge. Der Themenpark Seafront ist gerade bei weniger gutem Wetter einen Besuch wert. Unter den Dächern ehemaliger Fischauktionshallen dreht sich alles um das große Themengebiet Meer. Wir sind in Seebrügge und die große Gebäude hinter mir, das ist die alte Fischauktionshalle von Seebrügge. Jetzt gibt es Seafront. Also drinnen die große Gebäude haben wir eine ganze Exposition über die Hafen, die Fischerei und so weiter. Die komplette Ausstellung ist in großen Teilen mehrsprachig angelegt. Fischfang scheint leicht zu sein, ist aber eine sehr arbeitsintensive Tätigkeit. Ein Leben als Fischer ist sicherlich nichts für Schwächlinge und Schnappschwänze. Auch für die Kinder gibt es viele zu machen. Es gibt ein Piratenspielparadies, ein Walenbad und so weiter. Und hinter mir sagen sie die russische Unterseeboot. 1960 verließ dieses U-Boot der Foxtrott-Klasse die Werft in Leningrad. Bis zu 36 Mann Besatzung konnten in dem 92 Meter langen Stahlgiganten mitfahren. Eine Aufgabe, der nicht alle Marineangehörigen gewachsen waren. Das bedrückende Gefühl der Enge in einem solchen U-Boot kann im Seafront-Themenpark nachempfunden werden. Wen sprechen Sie an mit Ihrer Ausstellung? Jedermann, aber zum allem Familien mit Kinder von 6 bis 12 Jahre alt ungefähr.
Zurück in De Haan, der Stadt, in der die Belle Epoque weiterzuleben scheint. Wer mit der Tram anreist, wird hier bereits am Stationshäuschen denken, eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Unsere Urlauberfamilie startet von hier aus zu ihrem nächsten Ziel. Jetzt fahren wir nach Blankenberge in das lustige Velodrom. Da soll man super Fahrrad fahren können mit so Spaßrädern. Vorne ein kleines Rad und hinten ein großes. Und was weiß ich, wenn man nach rechts lenkt, fährt das Fahrrad nach links. Und soll sehr schön sein, auch für kleine Kinder. Und da wollten wir jetzt hinfahren. Alle 10 Minuten fährt die Tram in beide Richtungen. So gelangt man auch ohne Auto und ohne große Mühen zu jedem Ort entlang der Küste Flanderns. Sehen Sie im nächsten Teil unserer Küstentour beeindruckende Bauten ganz aus Sand beim Internationalen Sandskulpturenfestival in Blankenberge. Im lustigen Velodrom hat schon Radlegende Eddy Merckx seine ersten Fahrversuche gestartet. Und Eddy Merckx war 6 Jahre. Wird Familienoberhaupt Kunibert die verrückten Fahrräder im Velodrom unfallfrei bändigen können? Das zeigen wir im zweiten Teil unserer Reise entlang der Küste Flanderns. Ja, sehr schön ist es in Flandern, wenn auch Sie mal nach Flandern möchten, und zwar kostenlos, dann passen Sie jetzt mal gut auf. Erleben Sie Flandern, Belgiens Schokoladenseite. Gewinnen Sie eine Woche in einer Ferienwohnung mit Meerblick an der belgischen Nordseeküste. Beantworten Sie uns nur folgende Frage. Wie heißt die berühmte Straßenbahnlinie an der flämischen Küste in Belgien? Schicken Sie uns die richtige Antwort mit dem Betreff Flandern an gewinnspiel@center.tv. Tourismus Flandern Brüssel und Center TV wünschen Ihnen viel Glück. Ja, viel Glück auch von mir. Und wir gehen mal letztes Mal kurz ab in die Werbung. Gleich geht's hier mit einem echten